Embedded ist für uns ein Kongress, bei dem wir sehr nah an unserem Publikum sind, an den Pflegekräften, wo wir den interdisziplinären Austausch fördern und mit den Menschen aus der Pflege direkt in Kontakt sind. Wir haben ein paar ganz wesentliche Säulen, das ist das Pflegemanagement. Berufspolitik wird natürlich in der heutigen Zeit immer wichtiger, da haben wir viele Vorträge dazu. Heute auch eine Podiumsdiskussion, zu der wir Frau Steffens erwarten, die Gesundheitsministerin des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir haben ein neues Format, das ist der Care Campus, da geht es um die Akademisierung in der Pflege. Heute stellen sich Hochschulen vor und wir haben auch sehr praxisorientierte Workshops, wie heute zum Beispiel den Workshop zum Thema Märchen. Märchen in der Biografiearbeit und in der Arbeit mit an demenzerkrankten Menschen. Bei jeder Veranstaltung wünscht man sich ja mehr Leute, die kommen. Wir hätten hier ja auch Kapazitäten. Wir sind für die jetzigen Zeiten sehr zufrieden, denn es ist in der Pflege, in der Pflegepraxis sehr, sehr schwierig, freie Tage zu haben, freie Tage sicher zu haben. Und wenn dann Leute noch in der Freizeit ja im Regelfall dann sich die Zeit nehmen, zu einer Veranstaltung 2 Tage nach Bochum zu kommen, ist das eine tolle Leistung für die. Das also zeigt den Stellenwert und ist für uns ein guter Erfolg, weil wir sagen, ja, wir haben ein Programm gemacht, das die Leute hierher zieht. Und wir haben heute ein Highlight in dem Podiumsgespräch. Heute Mittag wird die Ministerin hier aus NRW, Frau Steffens, also Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter, erscheinen und mit der Vorsitzenden des DBFK, Frau Professor Bienstein, dann querbeet quasi durch alle Themen Gesundheits- und Pflegepolitik diskutieren. Auch die Kombination gerade bei der CareDead, also diesen berufspolitische Programmsäule zu haben und dann mehr das fachlich-inhaltliche zusammenzubringen, da glauben wir, das ist für die Teilnehmer sehr interessant. Das zeigt ja auch, es sind sehr viele Leute kommen hierher, es hat einen großen Einzugsbereich und von dem her, glaube ich, haben wir ein gutes Programm hingekriegt, das für viele Leute interessant ist. Merkant ist eine bundesweit tätige Einkaufsgesellschaft, Schwerpunkt Gesundheitswesen, im Gesundheitswesen wiederum Schwerpunkt Pflegeheimbereich, also stationäre Einrichtungen. Wir haben bei Merkant 2 Bereiche, den einen sehen Sie hier, das Verbrauchsmaterial, alles das, was ein Einkäufer bündeln kann und über die Bündelung bessere Konditionen zu erzielen. Diese Konditionen geben wir nicht einfach nur Preis, sondern wir rechnen sie unseren Kunden vor. Der 2. Bereich von Merkant ist der Bereich Dienstleistungen und Investitionen. Hier kann ein Einkäufer nicht bündeln, das heißt, hier stellen wir unsere Expertise zur Verfügung, professionell Ausschreibungen durchzuführen. Das ist für unsere Kunden kostenlos, das heißt, wir finanzieren uns über Industrierückvergütung. Mit der CareDate haben wir natürlich hier eine Messe, die für uns wie maßgeschneidert ist. Hier kommen die Pflegekräfte zusammen, die engagierten Pflegekräfte, die Pflegekräfte, die wir für RuhrMed begeistern möchten, die Lust am Beruf haben, die sich weiterentwickeln möchten, die Spaß an Fortbildung und Weiterbildung haben. Bochum ist natürlich ein Veranstaltungsort, der genau in unserem Einzugsgebiet liegt.
Hier, die Halle ist einfach toll, die ist sehr hell, sehr luftig. Die Menschen kommen hier freudestrahlend an, können auch mal nach draußen gehen. Also all das, was wir hier vor Ort haben, begünstigt natürlich ein nettes und ein gutes Gespräch, was dann, hoffe ich, auch zur Bewerbung führt.